In der fesselnden Jubiläumsausstellung einer schweizerischen kartografischen Anstalt begegnen wir dem Bild General Dufours mit der nach ihm benannten scharfen Karte und der von seinem Nachfolger Hermann Siegfried geschaffenen Höhenkurvenkarte. Die plastische Darstellung unseres gebirgigen Landes ist vor 50 Jahren Hermann Kümmerli mit seiner berühmten Schulwandkarte glänzend gelungen. Wie unsere modernen Karten entstehen, zeigen die folgenden Bilder. Wir überfliegen das Matterhorngebiet mit einem Vermessungsflugzeug der eidgenössischen Landestopographie. Im Boden der Kabine ist eine Kamera eingebaut, der Flugzeugbauch lässt sich öffnen. Der Fotograf sieht das Gelände von Zermatt, das wir überfliegen, wie eine Landkarte. Von jedem Geländeabschnitt werden zwei Aufnahmen gemacht. Die unter uns wegfliehende Bergwelt wird in zwei einander ergänzenden stereoskopischen Bildern festgehalten, die in den Räumen der Landestopographie in Bern, im sogenannten Autographen, als Relief betrachtet und optisch abgetastet werden, was äußerste Feinheit und Geschicklichkeit erfordert. Auf diese Weise wird die perspektivisch verzerrte Fotografie optisch korrigiert und auf eine Fläche übertragen, wo wir bereits die Elemente des Kartenbildes sehen. Die Fotografie allein genügt aber nicht. Hier verschwindet ein Weg im Wald. Nur eine an Ort und Stelle arbeitende Vermessungsequipe, die sich auf Triangulationspunkte stützt, kann hier und in vielen anderen Fällen genaue Angaben liefern. Endlich haben die Zeichner alle Unterlagen für ihre minutiöse Arbeit. Und jetzt entsteht das endgültige Kartenbild in seinen unzähligen Einzelheiten, unter denen kein einziges Haus fehlen darf. Auch das Reliefbild der Landschaft, das die Karte so plastisch erscheinen lässt, wird von Hand gemalt. Und immer wieder tritt die große Reproduktionskamera in Funktion, die den Malern und Grafikern neue Unterlagen liefern muss. Alles, was auf dem Kartenbild nicht farbige Fläche ist, wird mit unendlicher Sorgfalt von Hand in Kupfer gestochen. Nach Wochen und Monaten ist es soweit. Ein neues Kartenblatt kommt in vier Farben gedruckt aus der Maschine. Ein Meisterwerk unserer traditionsreichen kartografischen Kunst, der es in einzigartiger Weise gelingt, das genaue Bild unseres heimatlichen Geländes wiederzugeben.